So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lord of Treasure. Heute wieder kein Sondelvideo, sondern ich habe bei mir auf der Seite habe ich noch einen Kanal, also hier einen befreundeten Kanal, der Dalton Thomas Monster Coin Hunter, ja. Und ja, da wir alle Münzen sammeln, ne, und ich ja dann immer mal gefragt habe, hier mein Indian Head Penny, ja, das ist so eine Münze, die hätte ich immer, sau gern gehabt, ja, wenn ich die Ami-Videos sehe, und so Indian Head Penny ist halt absolut super, ja. Und da habe ich den Dalton Thomas Monster Coin Hunter, ja, super Typ, ohne Witz, den habe ich dann gefragt, ja, weil ich gesehen habe, der hat dann ein paar ausgebuddelt, da habe ich ihn mal nicht gefragt, welchen kenne, ob er mir einen schicken kann, also einen Indian Head Penny, ja. Und da hat er dann zurückgeschrieben, hat er gemeint, ja, kein Problem, gib mir deine Adresse, ich schicke dir so ein Ding, ja. Und ich bin schon tierisch gefreut, denke, Alter, wie geil ist das denn? In Indian Head Penny, ja, für meine Sammlung. Mega. So, jetzt gerade ist das Ding angekommen, ja, Montag. Jetzt ist es angekommen, ich mach's auf, ja, okay. Denke, okay, schon ein bisschen groß für eine Münze. Und jetzt passt auf, was er hier alles geschickt hat, ja. Also das, ja, ich habe um einen Indian Head Penny, habe ich ihn gefragt, okay. Jetzt Achtung. Ja, guckt es euch an, was er mir alles geschickt hat. Ja, ist das nicht geil? 3 Indian Head Pennies. 1909, 1907, 1902. Buffalo Nickel 1920. Hier noch ein Dime 1938. Rosie Dime 1952. Wheat Pennies 1919, 1945, 1955. Dann aus den 20er Jahren eine Schnalle. Und hier noch zwei kleine Silberbarren und noch eine kleine Silbermünze. Also das ist absolut genial, ja. Also super Typ, guckt mal auf seinem Kanal vorbei. Dalton Thomas Monster Coin Hunter. Also absolut super. Thank you Dalton. It's great. I love it. Und guckt wirklich mal rein, der ist wirklich absolut super nett, der Typ, super genial, ja, das ist so richtiges Original, ja, und also absolut mega, ja. Ich freue mich wie Sau über diese Indian Head Pennies, ja, das sind wirklich so schöne Münzen, und da haben wir wirklich gleich 3 reingepackt und noch das andere, tolle hier noch Replika, gut, okay, aber egal, das ist, ich wollte nur eine haben und guck mal, was er mal alles geschickt hat, ja, das ist ja absolut super. Ja, ich freue mich wie Sau. Ich habe jetzt so kurz das Unboxing-Video hier gemacht, ja, um das euch mal zu zeigen. Und jetzt kommt die Sonne wieder. Geht's wieder besser. Also das ist so geil. Indian Head Pennies. Das ist einfach nur mega. Ich freue mich wie Sau. Wie gesagt, schaut mal bei ihm auf dem Kanal vorbei. Dalton Thomas Monster Coin Hunter. Ja, top. Thank you very much. Das ist wirklich super. So, das Video wird auch nur ganz kurz, weil ich muss die Dinge jetzt auspacken und mal ganz genau angucken. Das ist der Wahnsinn. Ja. Einfach nur super. So, hoffe, es hat euch gefallen. Könnt euch die Dinge auch mal ein bisschen angucken hier so. Also, mega. 3 Indian Head Pennies. Eine Schnalle, noch 2 Silberbarren. Und ich muss mir das jetzt alles mal ganz genau angucken. Absolut super. Gut, hoffe, es hat euch gefallen. Dann bis zum nächsten Mal und schaut mal auf dem Kanal vom Dalton Thomas Monster Coin Hunter vorbei. Genial, der Typ, super. Ist mega nett. Bis denne. Ciao.